Habt ihr schon die zwei neuen Items im Shop gesehen? Hey, da sind wir beide drauf. Cool, oder? Die verwendete Baumwolle ist dabei auch 100% biologisch. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal in unseren Shop vorbei. Ja, aber 10% vom Merch gehen dann auch mal auf mich, weil ihr macht hier mit meinem Content auf meinen Nacken hier quasi die Klicks. Ah, wir müssen los. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. 10%? Komm, mach mal 20%. Seven vs. Wild Teams. Das allererste ist erstmal pissen. Die Naturensöhne. Wir gehen jetzt beide pissen, Anni. Wir gehen jetzt pissen und dann setzen wir uns kurz hin und gucken einfach mal raus für 2 Minuten. Die Realisation kommt gerade, wie anstrengend diese Tage werden. Und dann geht's mal los. Gut, soweit, soweit. Dann hauen wir uns jetzt erstmal kurz hier hin. Ey, wir müssen uns kurz ausruhen. Ich habe richtig Bock zu sitzen. So Leute, nächster Tag bricht an und es geht weiter. Ja, wir müssen jetzt schon wieder Pause machen. Es ist fast schon lächerlich, aber es ist so. Ja. Man glaubt es nicht. Es ist... Wir müssen unbedingt Fritz finden, sonst geht mein Plan nicht auf. Der ist so schwer, kannst du ihn nicht auch endlich mal tragen? Du siehst doch, dass ich die Hände voll habe. Oh Mann. Wir suchen Gold. Ja. Gold. Große Goldnuggets. Oh, Nuggets. Jan Schlappen und Joey Kelly. Wir kloppen schon seit Stunden in dieser... Für mich ist es schwarze Erde. Ich habe keine Ahnung. Ich kann Farben nicht gut sehen. Und ich habe die absoluten Heimatsgefühle. Ruhrpott oder was? Glück auf! Hey, ich habe gerade schon was rausgefunden. Ich habe hier einen Stein gefunden. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei, aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Muss ich dem Joey gleich mal direkt mitteilen. Ich habe übrigens was gefunden. Ja? Ein Kaugummi-Ersatz. Au! Hörst du das? Das sind Wölfe! Das sind Wölfe! Das sind Wölfe! Warum fragst du mich nicht einfach, ob ich dir helfen kann? Dein Ernst? Groß machen, was wir gelernt haben. Was machen wir an Wolf? Groß machen, schreien, alles wie immer. Bellen. Wolf! Hey! Hey, Wolf! Hey, Wolf! Hey, Wolf! Ach du grüne Neune, da sind ja schon wieder Knossi und Sascha. Mist, wir sind im Kreis gelaufen. Egal, lass uns erstmal eine Pause machen. Echo, Echo, Echo. Boah, das klingt ja cool. Hat deine Mutter uns wieder Avocado-Sandwiches gemacht? Nein, meine Mutter hat mir ein Avocado-Sandwich gemacht. Das ist für dich. Oh, Thunfisch. Danke, lecker. Knusselig kack jetzt! Bitte kein Durchfall. Du kannst das Sandwich haben. Mir ist der Appetit vergangen. Ja, geil. Grün. Ist einfach grün. Komplett grün. Komm, wir gehen. Oh shit, Knossi kommt. Es ist der Moment da. Du sollst ihn sehen. Ja. Ich bin bereit. Das, was hinter uns haben. Ja. Wirklich? Ja. Hose weg. Runter. Wir machen gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Bist du gar nicht beschnitten? Bist du beschnitten? Ja, klar. Scheiße, Mann. Boah, der ist aber auch jetzt ins Kalte. Er muss pissen. Warte, lass ablaufen erstmal. Ich will kein Shelter bauen. Ich bin einfach so müde. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch keinen Plan, wie das geht. Denkst du an das, was ich denke? Ich glaube schon. Wir wollen... Zurück nach Hause. Adobe Creative Cloud. Was? Ja, Creative Cloud meinte ich. Ich dachte schon. Seit dem neuesten Update von Photoshop kann ich nämlich auch hier problemlos auf die generative Füllung zugreifen. Das sind die generativen KI-Funktionen. Echt? Dann zeig mal her. Kein Problem. Dann nimmst du hier das Auswahltool, markierst dir hier den gewünschten Bereich und schreibst nun, was du dir wünschst. Und zack, schon steht das Shelter. Da
Das sieht nicht ganz so gemütlich aus, muss ich sagen. Wie wäre es mit dem? Das gefällt mir. Antonio, was machen eigentlich die Leute, die keine Creative Cloud haben? Für die gibt es seit neuestem Adobe Firefly. Und was ist das? Ein komplett kostenloses Tool auf dem Desktop, in dem du auch eigene Bilder generieren kannst. Kannst du uns darin ein Poster machen für unser neues Shelter? Ich finde es hier nämlich etwas ungemütlich. Kein Problem, ich zaubere dir das atemberaubendste Poster, was du jemals gesehen hast. Hier unten schreibst du rein, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Hier am Rand gibt es viele Anpassungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kannst du bei den Effekten angeben, in welchem Style dein Bild generiert werden soll. Theoretisch kannst du sogar ein eigenes Bild als Referenz hochladen. Mir reicht aber die Effekteinstellung. Hier hast du dein Poster. Ah, vielen Dank, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Also, worauf wartet ihr noch? Probiert Adobe Firefly selbst einmal aus, mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Auch da hätte ich ganz 20% von ab, sonst gehe ich zum Anwalt. Das Problem, Romata setzt sich alle paar Minuten hin und sitzt einfach. Wir haben einen Baumstamm geholt, einen. Krass, krass, krass. Was denn? Ich finde es ganz krass, muss ich sagen. Wie wenig Energie ich habe ohne Essen. Wir sind immer 24 Stunden hier. Wir sind gerade noch am Ankommen. Oh mein Gott, ist der Frosch fett! Alter, was soll denn ditte? Oh, hier ist noch einer. Wow, hier sind Frösche. Wo? Alter, ist der fett und warzig. Paus Maul? Den können wir nicht essen. Der ist zu hässlich. Der ist giftgrün. Oh, das ist das hässlichste Amphibien, das ich in meinem Leben gesehen habe. Die Scheiße muss ich mir nicht geben. Der kleine braune Frosch, der sah toll aus. Ja, der kleine braune Frosch hier, der sah aber toll aus. Alter, gute Besserung, Mann. Also wenn ich jetzt einen Frosch hätte und der hat Schnupfen, dann wüsste ich nicht, zu welchem Tierarzt ich gehe. Junge, ist das geil. Das kannst du ja keinem erzählen. Ey, hier fühle ich mich so wohl. Also hier fühle ich mich so wohl, da würde ich mich jetzt einfach so hinlegen. Boah, ist das Wahnsinn. Affe und Hannah. Ich hab den ersten Fisch gefangen. Ich bin beruflich Wildtierfotografin. Ja, einrollen den ganzen Lachs. Das ist was. Ja, das war echt eine ganz schön krasse Erfahrung für mich. Aber ich bin auch irgendwie froh, dass ich das erleben durfte, weil das halt ja ein einschlagendes Erlebnis einfach war. Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite, Bro? Wir müssen einfach durchlaufen. Meinst du? Ja. Schuhe sind eh nass. Okay. Oh mein Gott, geht das tief rein? Ja? Ach, wir sind gefickt. Oh mein Gott, das sieht so nasty aus. Oh, kannst du den Sack nehmen? Boah, nö, Digga, gar keinen Bock. What the fuck? Scheiße. Treibsand. Fuck. Geh weiter schnell, Bro. Ich steck fest, Bro. Nein, laber. Soll ich rüberkommen? Alright. Das war easy. Einfach nie fährt. Boah, ich sag ehrlich, also wenn ich jetzt einen Mund frei hätte, würde ich mir wünschen, dass es mehr näher dran wäre. Bro, wenn ich einen Mund frei hätte, würde ich mir einen Cheeseburger wünschen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ich sag doch, wir finden ihn. Ihr seid ja nur eins mit dem Wasser der Natur und vor allem eurem Körper. Yes, baby. Oh Mann, es ist soweit. Lass uns beginnen. Wir liegen jetzt in unseren Schlafsäcken. Oben. Alles weg. Wir sind nackt.